Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu Say Our Billions. Ja, wir sind gerade damit beschäftigt, diesen Raum hier zu clearen und da wir keinerlei Granaten oder ähnliches haben, wird das eine Zeit lang in Anspruch nehmen. Ja, ich hab dich gesehen. Ich weiß, dass da direkt ums Eck einer steht. Komm, ballern. Ja, solange du noch ein Ticken schneller bist, ist alles okay. Steht er noch da? Ja, da stehen sie. Dann laufen. Uiuiui. Ja, das wird wirklich noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Vor allem, weil wir nicht mehr so viele Hitpoints haben und uns einen kurzen Knuddler nicht leisten können. Traurig, aber wahr. Sehr gut. Na, geh mal einen Meter vor. Ui, das war knapp. Lauf, Geliop, lauf. A walk in the park. Darunter stelle ich mir was anderes vor. Ah, diese ekligen infizierten Anführer, ne? Die hätten ruhig ihre kugelsicheren Helme daheim lassen können. Oder ihre Stahlplatten im Kopf. Na, wo kommst du denn schon wieder her, kleiner Freund, hm? Uiuiui. Ja, solange wir sie inside einzeln abfrühstücken können, sollte das auch irgendwie funktionieren. Solange sie halt diese Umwege hier laufen müssen. Die vier wären ein kleines Problem. Vielleicht sollte ich mich erstmal um die hier kümmern. Dann direkt um den hier. Hui. Guck mal einer an. Genau, stirb. Lauft um den Tisch. Hui, haben wir es doch geschafft. Oh, oh. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ja gut. Sind wir jetzt hier clear? Ich hoffe mal, wir finden hier so ziemlich alles in dem Raum. So, vor allem die imperialen Punkte, die sind wichtig. Mhm, awesome. Ja, wo wollt ihr beiden denn hin? Das sind ja Oleg und Bolek, ne? Wieder hier lang kriechen. Guck mal, der Whisky war noch was wert. Ah, ein Medikit. Direkt mal einsetzen. Nicht, dass wir durch irgendeinen dummen Fehler hier noch drauf gehen. Haben wir alles? Wow. Wir haben tatsächlich alles gefunden. So, jetzt müssen wir nur noch den Weg zurückfinden durch die Anlage. Wäre schön, wenn man jetzt nochmal hier alles freisprengen könnte. Das wäre super. Ja, ohne Delay, das wäre schön. Einfach mal so plupp, zum Ausgang. Die volle Forschungspunkteanzahl, ich weiß gar nicht, was... in was ich das alles investieren soll. Ich weiß, ich wollte gerade sagen, infizieren soll, aber das mit dem Infizieren überlasse ich doch lieber den Zombies.
Let's go. Oh, hier war der Ausgang gut. I'm on it. Sehr schön. Hui. Sure thing. Mission geschafft. Huhu. Wunderbar. Ja, minus 10%. Akzeptiere ich so. Dann können wir direkt mal schauen, wo wir die Forschungspunkte rein investieren. 530 habe ich da jetzt. Ständig wird ja gesagt, ich bräuchte Betonmauern und so. Medizin. Ist ja auch interessant. Vielleicht wäre das sinnvoll für die Dingskirchen, für die Mission. Mit den Horden und so. Steinkonstruktion. Hochwertige Unterkunft für Kolonisten. Steinhaus ist doch schön. Erforschen wir. Fertigteile. Große Balliste zu Beginn der Mission. Eine Unterkunft. Beherbergt Reisende. Ist ja ganz nett. Glücksspiel. Schnelle Ausbildung. Ja. Kürzere Ausbildungszeiten ist super. Thermalenergie produziert große Mengen an Energie durch das Verbrennen von brennbaren Materialien. Tesla-Spulen. Verbesserung Kommandozentrale, Transferradius plus 4, das ist doch auch super. Chemie, Soldatenangriffsstärke plus 20%. Jetzt kommt wirklich eine ganze Menge interessantes Zeugs. Ja, die Transportsachen wären vielleicht auch interessant. Wir hören wieder mal ein bisschen was dazu bekommen. Betonwände. Starke Mauern schützen die Kolonisten vor Gegnern in der Nähe. Weißt du was, wir gehen jetzt erstmal aus Ausbildung und Chemie? Ja, wenn wir schneller Truppen produzieren können, dann würde das schon. Ich hoffe, ich habe mich jetzt gerade nicht fehlentschieden. Will ich jetzt mit dieser zusätzlichen Angriffskraft jetzt nochmal die Ding probieren? Den infizierten Schwarm hier oben? Ich glaube nicht. Wir könnten da zuerst in die Oase gehen. Bevölkerungslimit 2600. 1600. Ich glaube, wir gehen zuerst in den verlassenen Wald. Dieses kleine Tal scheint nahezu unbemerkt von den Infizierten zu liegen. Tief im Wald solltest du in der Lage sein, eine große Kolonie zu errichten, ohne von den Infizierten gestört zu werden. Erbaue eine große Kolonie auf geringem Raum und mit beschränkten Ressourcen. Obwohl es keine Infizierten in der Region gibt, nähert sich ein kolossaler Schwarm von den Bergen. Das Gebirge ist knapp 40 Tage entfernt. Du solltest ausreichend Zeit haben, deine Kolonie auszubauen und schlagkräftige Armee auszubauen. Keine Infizierten in der Nähe? Na gut, probieren wir es mal. Hört sich interessant an, ne? 60 Tage haben wir insgesamt Zeit. Und ja. Keine Infizierten in der Nähe, dass ich das nochmal erleben darf. Ja, erstmal Pause machen. Und wo kommen die nochmal? In den Bergen. In welche Richtung liegt denn der Norden? Ich meine die Berge. Nun gut. Aber ich halte es irgendwie für ein Gerücht, dass es hier gar keine Infizierten gibt. Das wäre ja brachial. So. Dann wie üblich erstmal Häuser bauen. Ich glaube, die bauen wir mal auf die Seite von der Railroad. Moment. Es gibt hier tatsächlich niemanden. Wow. Dann gehst du hier hin. Du gehst da hin. Du gehst hier runter. Schauen wir uns einfach mal um. Und du gehst mal hier hoch. Ja. Und dann können wir einfach mal laufen lassen, um zu gucken, was sich hier so alles ergibt. Naja, jetzt warten wir wieder auf Gold. Keine Nahrung. Ist ja frech.
Guck mal, hier haben wir immerhin 5. Oh, die nehmen wir die 16. So, wunderbar. Energie haben wir noch. Moment. Wo stehst denn du? Hier. Dann rennst du mir mal hier hin. Du rennst dahin. Und du hier rüber. Du. Darunter. Ja, ich erzähl's dir schon, keine Sorge. Ja, ich hoffe auch, dass ich deine Zeit nicht verschwende. Wäre ja doof, wenn ich dir deine Zeit verschwenden würde. Wo kämen wir denn da hin? Sehr lukrativ sieht dieser Wald hier nicht aus, aber das erste Sägewerk setzen wir dann mal hier hin. Dann brauchen wir halt wieder eine ganze Menge Gold, damit wir uns hier ausbauen können. Habe ich dich nicht darum gebeten, hier irgendwo was aufzuschrecken? Dasselbe gilt auch für dich. Alles muss man den Mädels hier dreimal und viermal sagen. Gehst mal bitte hier hin. Ah, guck mal. Endlich haben wir ein bisschen Gold in der Kasse. Geh mal hier entlang. So, dann können wir sich nochmal zwei Zelte gönnen. Ich frage mich, wie sich das hier so spielen wird, so ganz ohne Feinde. Das ist ja Utopie pur, ne? Was? Ich habe bestellt und ich zahle? Das halte ich für ein Gerücht. So. Geht das mal hier hin. Tension. Nicht genug Materialien. Ja, Holz fehlt immer noch. Und sagen es uns an Holz fehlt, mangelt es auch an allem anderen. Du gehst hier hin. Und nö, ich habe keine anderen Einheiten, die ich damit belästigen kann. Das wäre ja noch schöner. Nö, sicher bin ich mir nicht. So, dann rennst. Wo stehst du? Ach, da versteckst du dich im Wald. Hier wird sich nicht versteckt. Ja, ich glaube auch, dass es schlimmer sein könnte. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Leute. Aber immer noch nicht genug Holz. Wir brauchen dringend ein zweites Sägewerk. Ja, dann gönnen wir uns das zuerst. Damit halt Holz reinkommt. Ist halt auch irgendwo wichtig. Wunderbar, den See würde ich gerne mitnehmen. Wegen Fischerhütten und so. Kriegen wir hier noch irgendwie eine Jagdhütte unter? Tatsache. Dachte, ich hätte hier gerade eine 64 oder so gelesen, aber... Einbildung ist ja schließlich auch eine Bildung. Und das wissen wir, ne? Weißt du was? Ich ziehe euch mal zusammen. Damit ihr mir da nicht einzeln rumsteht und dann abgeknallt werdet. Muss ja nicht sein. Wieder das alte Holzproblem. Ich glaube, 19. 19 ist gut. 19 nehme ich. Guck mal, gleich müssen wir uns Gedanken um Energie machen. Und zwar nämlich jetzt. So, dann klatschen wir dich mal hier hin. Was brauchen wir denn für dich? 10 Arbeiter, 10 Energie, 40 Holz, 500 Gold. Ja, bekommen wir hin. Ja, hättest ruhig ein bisschen mehr Leute anliefern können. Aber echt jetzt.
Ganz genau, dann kommt hier irgendwo der Markt hin, wenn der irgendwann mal fertig ist. Sollte ich jetzt schon eine Mauer bauen? Hm. Sinnvoll wäre es garantiert, oder? Die muss ich dann auch erstmal erforschen. Und eine Kaserne wäre auch schon mal wichtig. Nicht genug Materialien, das bedeutet, wir brauchen noch mehr Nahrung. Oh, die Steinproduktion könnten wir uns auch mal langsam kümmern. Ach ja, wenn wir das Holz hätten. Hm. Na komm, ich nehme jetzt erstmal alles, was ich kriegen kann. Weil die Holzeinkünfte, die stimmen ja vorne und hinten nicht. Das seht ihr ja auch. Na komm. Das lohnt sich auf jeden Fall. Oh, guck mal. Steinbruch. 4. Hm. Ja, da habe ich es ein bisschen zugebaut. Ich nehme halt diese 4 hier mit. Und eventuell. Nee, das wird nicht funktionieren. Aber immerhin bauen wir schon mal Stein ab. Attention. Building completed. So. Building completed. Und dann Richtung Eisen. Eisen. Dann wieder Out of Gold. Das sind immerhin 2 Zelte. Schön, wenn man frei bauen kann. Hm. Holz, 500 Gold. Kann ich eine Schreinerei bauen? Ja, das haben wir beim nächsten Tick, also warte ich mal kurz. Kurz abwarten schadet uns ja auch nicht wirklich. Ganz genau. Dann können wir bald die Farben erforschen. Hm, immer noch das alte Nahrungsproblem. Gut, nehmen wir die 10 hier mit. Die 10. Die 12. Ach ja, hier die Hütte. Ich habe hier komplett übersehen. Dann können wir hier irgendwie noch einen Fischer hinsetzen. Dann stimmt es erstmal wieder mit der Nahrung. Wenn es aber nicht stimmt, ist die Energie. Wunderbar. So, dann kommst du hier hin. Woran schaut jetzt schon wieder? Ach, an Gold. Ja, das dauert noch. 5 Tage haben wir hier schon verspielt. Na gut, bis wir die 20 Steine beisammen haben, dauert es auch noch ein bisschen, weil ich würde so gerne, so schnell es geht, eine Kaserne online bekommen. Wir schon mal Truppen pumpen können. Boah, die 6 oder 2x3. Ich glaube, ich nehme die 6. Ganz genau. So. Guck mal, die Farm können wir uns leisten. Steinhütten-Upgrade. Moment, wo ist der Markt? Hier. Da kann man nämlich mit dem Sparen anfangen. Super duper Sparabo und so. Na gut, die brauchen hier einen Zugang. Das verstehe ich schon. Aber ja, dann kommen wenigstens neue Arbeiter ran. Die
Die Forschung könnte ja auch ein bisschen schneller gehen. Acht Arbeiter bekommen wir mit dem nächsten Zug. Wann der auch immer kommen mag. Ich will in der Zwischenzeit noch was bauen. Weiß nicht. Ach ja, soweit sind wir ja noch nicht draußen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Juhu, Technology Research Finish. Fünf. So. Farmen kostet natürlich 300 Gold. Warum denn nicht, ne? Hoppala, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Ist jetzt nicht so toll. Dafür sind jetzt eine ganze Menge Tesla-Spulen fertig. Guck mal, 64. Nehmen wir doch. Nehmen wir doch dankend an. Nahrungskrise hatten wir zwar gar nicht, aber... Jetzt müssen wir auf den Marktplatz sparen. Ich glaube, da können wir trotzdem noch ein paar Zelte bauen. Ganz genau. Ein paar Zelte schaden ja niemals, weil hier kommt dann der Markt in die Mitte. Und wenn wir auch mal die Nahrung beisammen haben. Erstmal die Hütten. Damit wir da halt vorankommen. Ja gut, die Kaserne halt immer noch. Man spielt das einfach viel zu locker runter, ne? Moment. Ach ja, du forschst ja noch. Ja komm, dann können wir uns hier noch wirklich eine Farm. Damit uns das Essen nicht ausgeht. Und hier nochmal eine. Dann können wir da oben noch ein bisschen Stein abbauen. Ja, bis hierhin raus können wir. Ist doch schon mal good to know. Ja, verballern wir hier einfach mal erstmal alles. Jetzt kommen erstmal die Steinhütten zum Einsatz. Ich meine die Holzhütten. Was halt ständig an Holz und Gold fehlen wird. Vor allem an Holz. Können wir hier vielleicht noch irgendwo einen Holzfäller hinbauen? Na komm, die 10 hören sich schon mal vielversprechend an. Und damit haben wir diesen Wald voll ausgeschöpft. Was ja nicht so toll ist. Aber ja, hier dann noch. Mehr Gold. Sobald diese Gebäude hier abgegradet sind, bekommen wir halt so viel Gold, dass es sich halt lohnt. So, meine Schnuffels, aber ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei fürs Zugucken und schon noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschö.